und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung aus dem Steam Workshop bzw. aus dem SCS Forum und gleich vorweg von Juice TV übrigens zu diesem Schmitz Cargo Bull Trailer hier bzw. zu diesem Chassis. Da gibt es diverse Add-ons noch dazu, wo ich euch jetzt hier gleich mal dazu informieren möchte. Gucken mal da bitte ins SCS Forum, wenn ihr da noch diverse zusätzliche Parts benötigt, könnt ihr das gerne dort downloaden. Link natürlich auch da hier in der Beschreibung vom Video, ne, im SCS Forum. Was ist noch dazu, was auch ganz wichtig hier vielleicht ist, nutzt, wenn möglich, Anox Container Paket, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dann könnt ihr nämlich hier die passenden Büchsen oben drauf bauen, das ist vielleicht, glaube ich, auch ganz wichtig, das vielleicht auch nochmal am Rande zu erwähnen. Also Anox Container Paket kann ich auch nochmal verlinken, das Ganze. So, jetzt starten wir mal durch, da ist er. Den gibt es natürlich hier in verschiedenen Varianten. Also 20 Fuß ist, glaube ich, klar. Das ist die kleine Büchse hier, die hier drauf ist. Dann hier das gleiche nochmal, ne? Mittel ist dann quasi hier in der Mitte, steht er dann drauf. Hier, zack. Dann einmal rechts, einmal links, je nachdem. Dann 2x20 ist, glaube ich, auch klar. Oder 2x20 Fuß. Dann haben wir den 40 Fuß, der ganz lange oder der ganz normale, nenne ich es mal so, ne? Und dann haben wir noch hier die 40er Variante in der Extended Variante und dann noch den 45 Fuß, ne? Den sieht man nicht allzu oft auf der Straße. Ich habe schon ein paar Mal verladen dürfen. Ist aber schon x Jahre her. Bestimmt schon 10 Jahre oder so. War damals, das Zeug ging damals alles in die Türkei. Und das ist aber alle 45 Fuß, ne? Bei uns ist das hier auf dem Seeweg ist es meistens 40 und 20 Fuß, ne? 45 ist dann, glaube ich, eher so Straße, oder? Ist, aber auf so einem Seefrachter meine ich 45 Fuß. Aber ist ja wurscht, ist ja egal. Das würde jetzt zu weit ins Tiefe gehen. Wir bleiben jetzt mal beim 40 Fuß, einfach nur, dass ihr es mal seht. Hier habt ihr dann quasi nochmal das gleiche. Das ist fast identisch hier, das Ganze. Da braucht ihr nicht lang rumfriemeln. Farbe könnt ihr natürlich Multicolor nehmen. Da könnt ihr hier selber noch ein bisschen rumfriemeln. Und sagt, oh, ich will ein schwarzes Chassis haben, weil es besser aussieht. Oder warum auch immer. Macht, wie ihr wollt. Da seid ihr frei. So, was kann man alles machen? Ihr seht sogar hier noch ein paar Anbaupunkte, was ich richtig stark finde. Habt ihr hier Slots. Das heißt, ihr könnt hier noch Lampen anbauen. Oder ihr lasst die Originalen dran. Also sieht man hier schon mal da Lampen. Oder ihr baut selber an. Slots ist, glaube ich, klar. Es ist dann hier schon mit am Start. Ansonsten könnt ihr das Chassis nochmal schwarz, rot, je nachdem, wie ihr das wollt, könnt ihr hier noch farblich gestalten. Feuerlöscher mit dran. Logisch, kann man mal machen. Unterlegkeile an beiden Seiten. An Booth Sides. Nehmen wir mit. Oder rechts, links, je nachdem. Hier haben wir noch eine kleine Toolbox mit dazu. Hier gibt es dann noch Reflexionsstreifen für die Seite. Die nehmen wir gerne mit. Dann haben wir hier noch so ein Carrier Transit Cool. Aggregat unten rein zum Bauen kann man auch machen, muss man nicht machen, je nachdem wie ihr da Bock habt. Hier auch nochmal die Box dazu. Dann habt ihr, den haben wir schon, ne? Dann kommen wir mal hier zu den Verkleidungen. Das ist einfach ganz normaler Schutz hier, wenn man das möchte. Auch hier nochmal mit einer Box extra dazu. Das würde dann theoretisch auch gehen, ne, wenn ihr das wollt. So, auch hier wieder habt ihr die Möglichkeit Slots zu setzen, hier zack zack selber machen. Oder ihr lasst die Originalen. Wenn ihr Slots nutzt, nehmt ihr natürlich hier von, wo sind sie denn versteckt? Sind sie hier mit dabei? Ich glaube, sind sie bei. Ihr könnt natürlich ganz normal die Lampen setzen. Da sind sie. Die Schmitz-Marker, da sind sie. Tschuck, tschuck. Die könnt ihr dann selber setzen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, ihr könnt, ich lasse jetzt mal die Originalen dran. Aber immerhin wisst ihr, okay, passt, könnte ich selber setzen. So, dann kommen wir hier nochmal hin zur Verkleidung hier. Ich nehme aber gerne mit diesen weißen Outlines dazu. Die sehen dann ganz schick aus. Hier gibt es dann noch die passenden Schmutzfänger. Die lasse ich dann auch mal so dran. Da gibt es hier noch lackiert, unlackiert. Achso, das bleibt so. Und dann sind wir eigentlich schon hier hinten am Heck dran, ne? So, genau. So, passt mal auf. So, da gibt es hier ein paar verschiedene Möglichkeiten. Das TER-Zeichen oder ADR, je nachdem, was er dann hier Bock hat, was er braucht. Dann habt ihr noch Schmitz Vehicle Long ist hier noch mit dran. Schmitz. So, je nachdem, wie ihr das hier wollt. Ihr habt dann auch das Original, Spanisch, Englische Kennzeichenhalterung. Hier ist auch noch mit dabei. Das war das hier, ne? So. Dann haben wir hier noch Stock Paint, das kann man lassen. Dann habt ihr hier Slots oder ihr nehmt die Vignallampen. Slots könnt ihr dann selber machen. Hier ist dann, pass mal auf, wenn ihr ganz runter scrollt, habt ihr hier dann entweder drei verschiedene, entweder die Heller 2 SD, dann habt ihr die Heller 2 SD, die sind so ein bisschen matt, das Ganze, ne? Und dann hier ein bisschen hell. Warte mal, hier sind sie dann. Ne, dann die Heller, die ganz normalen, die hier, die alten quasi, die alten Oldschool-Dachen, dann die Heller Dura LEDs. Dann habt ihr hier noch, genau, das sind die hier mit dabei sind, ne? Ich nehme jetzt mal Blinker da rechts. Ich mache jetzt mal hier Blinker rechts und links. Was habe ich noch? Dann haben wir noch dann hier. Schon dunkel heute. Bremslicht? Bremslicht nehmen wir mit, ne? Blinker rechts weiß gibt es auch noch, ne? Ganz wichtig. Rückwärts, Reverse.
Hat der jetzt noch, warte, ich muss mal gucken, ob wir hier andere Lampen haben. Nee, haben wir nicht. Da könnte man aber die hier nehmen. Hier die Reverse-Lampen, hier die runden. So. Und hier dann quasi nochmal die anderen Lampen ran. Ach so, warte mal, stopp, hier noch. Heller Break haben wir schon. Heller Blinker, Blinker, Blinker. Was ist schon, oder? Ja, ist ja wurscht. Also auf alle Fälle hier dann die Lampen ran. Hier könnt ihr noch dann Positions, einmal Left, einmal Right dran machen. Hier, dann sieht das so aus. Hier wird noch Reflektoren dazugeben, wenn ihr das wollt. Das geht auch noch. Hier gibt es auch ein rotes oder ein gelbe Reflektionsband und dann hier noch den passenden Schmutzfänger. Und dann wird jetzt der theoretisch einfach mal so aussehen, ne? Einfach mal so gestalten. Und dann halt noch die Büchsen dazu von Anox Containerpaket. Ich zeige euch das gleich nochmal, dass ihr das seht, wie das aussieht. Da sind natürlich auch keine Grenzen gesetzt, aber dazu gleich mehr. So, also, Trailer ist jetzt erstmal fertig. Da ist er. Wir machen mal ganz kurz einen Lichttest hier, damit ihr das einfach mal seht hier. Und dann schauen wir uns das ganz kurz nochmal kurz an mit den Frachten bzw. mit den Büchsen. Aber das heißt, der Anox Containerpaket, das ist ja quasi jetzt hier nochmal separat enthalten. Ich fahre mal ein Stück nach vorne, dass ein bisschen dunkler ist. So, hier Bremslicht. Da sieht jetzt hier nochmal das ganze Licht hier, die ganze Ausmaß rückwärts. Bremse, Blinker, aber das könnt ihr ja selber machen und walten und gestalten hier wieder, ganz klar, logisch. Positionsleuchten an der Seite, das ist auch klar. Und dann halt vorne. Vorne dann auch noch ungefähr mittig sind dann die weißen Positionsleuchten mit dran, ne? Genau, also das sieht dann so aus, das Ganze funktioniert auch tadellos und das ist egal, welchen Trailer ihr hernimmt, egal ob das die 2x20 Fuß ist oder das ist relativ relle. So, jetzt kommen wir mal zur Fracht und das geht ja jetzt in dem Fall gerade bei dem hier. Und da könnt ihr jetzt hier, wenn ich jetzt hier in Stuttgart bin, habt ihr schon diverse. Ihr seht es hier wahrscheinlich ganz gut. Ich habe es, wie gesagt, schon mal gezeigt. Anox Containerpaket funktioniert aktuell auch noch von der 1,47 für die 1,48 ohne Probleme. Das sieht man hier eigentlich ganz gut. Das sind alte Container mit dabei, das sind offene Container dabei, wo dann alles nur gegurtet ist und so von MSC, Moll, oben mit Plane oder. Ich nehme jetzt am besten mal den hier, dass ihr den mal sehen könnt, wie der aussieht, wenn wir hier so alte Sachen mit dabei haben. Das finde ich immer ganz, ganz cool eigentlich, das Ganze, wenn wir so diesen typischen alten Containerbüchsen haben, die dann richtig, ja, ranzig schon aussehen, ne, vom ganzen Salzwasser und so. Das sieht dann immer ganz cool aus, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das zeige ich jetzt mal, was haben wir denn hier ungefähr? Genau, hier runter irgendwo. Und dann, ja, nochmal unten irgendwo das Ding, ne? Da kann man hier runterfahren, glaube ich. Wo war denn das jetzt hier? Glaube ich hier runter, ne? Hier, genau, hier. Und dann irgendwo ist, da kommt dann gleich das Symbol. So, schauen wir mal, bis das hier alles ein bisschen geladen hat, hier das Ganze. Und dann sind wir hier, glaube ich, runter. Und dann müsste hier irgendwo das Symbol stehen. Na, wo ist es? Wo hat sich's versteckt? Kurz laden das Ganze hier. Ich habe ein bisschen das Gefühl, seit 1,48 ladet das aber ein bisschen länger hier, das Ganze, ne? Aber ist ja wurscht. Wir haben hier Zeit. Ist ja nicht so. Das ist alt, oder? Nee, ne? So, jetzt warten wir kurz. So, da ist das Symbol. Da ist es. Genau, da ist es. So, jetzt fahren wir hier mal ganz kurz hin mit unserem Defline. So. Gut. Dann zeige ich das ganz kurz. Auftrag. Und dann haben wir ja gesagt, wir nehmen diesen Container hier. So, wo muss ich denn da hin? Wo müssen wir denn da hin? Was sind wir denn da? Wo sind wir denn? Wo müssen wir denn? Da müssen wir hin. Jetzt machen wir das erstmal ein bisschen von außen. Ansicht hier, dass wir ein bisschen schneller sind. Außenansicht hier, geht ein bisschen schneller das Ganze. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber ich kann es euch nur empfehlen, also du sein. Büchsentrailer, Chassis hier, das ist richtig gut, das sieht richtig schnick aus. Was ganz cool ist hier, neben uns ist ja auch das von SCS, der ganze Mal Krone. Da funktioniert dieses Anox Trailerpaket ganz genauso. Das vielleicht mal so am Rande zu erwähnen, das sieht man hier eigentlich ganz gut an diesem Skin, an dieser Büchse, die dran ist. Also es überschreibt quasi die ganzen originalen SCS Büchsen, was eigentlich richtig gut ist, weil die sehen halt einfach nicht so gut aus, muss man auch sagen. Gut. So, jetzt sind wir dran. Mod aus. Wir laden und dann seht ihr jetzt hier diese ranzige Perücke oder Büchse, die hier dran ist. Ich fahre mal ein Stück nach vorne, da seht ihr das hier schön verrostet und so. Und das ist halt Anox Containerpaket, das ihr hier noch on top nutzen könnt. Ist aber auch im SCS Forum verlinkt, je nachdem wie ihr das haben wollt, das könnt ihr dann machen. Würde dann auf alle Fälle so aussehen das Ganze hier, ne? Coole Sache, oder? Genau. Also das mal zu diesem Chassis-Paket hier von Juice aus dem Steam Workshop. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dürft ihr das natürlich gerne machen. Einfach kommentieren.
Entweder hier oder im Steam Workshop, da ist der Mod nämlich her, oder im STS Forum, je nachdem. Bitte nicht woanders runterladen, das auch nochmal zu erwähnen. Dann nochmal danke an Juice für die coole Arbeit und alle, die da mitgewirkt haben. Großes Lob. Also wisst ihr Bescheid, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal, nicht vergessen die Glocke drücken, dann wünsche ich euch viel Spaß. Macht's gut, bis bald und adios.